Wir befinden uns im Jahr 2021. Unser Leben in den letzten 12 Monaten hat sich grundlegend und einschneidend verändert. Viele Menschen hoffen auf eine Rückkehr zur Normalität. Die aber ist unmöglich, denn wir stecken in einem historischen Umwandlungsprozess, der sich nicht rückgängig machen lässt, noch aufhalten lässt. Es gibt zwei Triebkräfte, die den Wandel unterstützen: die Finanzsysteme und die Digitalisierung der Welt. Eine solche Konzentration von Macht in finanzieller und digitaler Hinsicht hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben. Und trotzdem kämpft der digitale finanzielle Komplex zurzeit mit drei großen Problemen. Erstens, ständiges Drucken von Geld und damit einhergehendes Absinken des Zinsniveaus. Dabei würden echte negative Zinsen das System von innen her zerstören. Zweitens, die Digitalisierung kann Menschen als Arbeitskräfte ersetzen, nicht aber als Konsumenten, was zu ständigen Anwachsen der Arbeitslosen und damit auch der Sozialhilfeempfänger führt. Drittens, Geld ist bisher immer ein Gradmesser für menschliche Arbeit gewesen, die den Wert einer Ware mitbestimmt. Mit zunehmender Digitalisierung entfällt dies. Doch wie reagiert der finanzielle digitale Komplex darauf? Mit einer Doppelstrategie. Einerseits damit, dass er das bestehende System bis zum bitteren Ende ausplündert und im Hintergrund ein neues System aufbaut. Das hat schon dazu geführt, dass Milliardäre weltweit 3,9 Billionen Dollar gewonnen haben, aber dafür 130 Millionen Menschen mehr in die Armut gefallen sind. Diese Entwicklung führt natürlich zu ungeheuren sozialen Spannungen. Die Hintergrundstrategie des Komplexes ist es, ein neues Geldsystem einzuführen. Bei diesem Geld handelt es sich um eine digitale Währung, eine digitale Zentralbankwährung, an deren Entwicklung derzeit alle Zentralbanken der Welt mit Hochdruck arbeiten und die unser Bargeld abschaffen wird. Dieses Geld wird erstmals besondere Eigenschaften haben. Das Geld wird eine Lebensdauer bekommen, in der man es ausgeben muss, damit es nicht verfällt. Die Digitalisierung kann uns sogar vorschreiben, für was wir wie viel Geld ausgeben dürfen oder für was überhaupt. Man kann leicht Negativzinsen einführen und uns diese aufzwingen und uns ein Sparen unmöglich machen. Wir werden gezwungen, das Geld so schnell wie möglich auszugeben, um die Wirtschaft der Konzerne anzukurbeln. Wie schon in China etabliert, hat man unser Geld unserer eigenen Kontrolle entzogen. Nun würden die meisten Menschen dies nie akzeptieren. Und auch dafür gibt es einen Plan. Unter dem Vorwand einer ansteckenden Krankheit zwingt man die Wirtschaft in die Knie. Man verursacht reihenweise Insolvenzen und Bankrotts. Kleinbetriebe und der Mittelstand wird vernichtet. Die Staatskassen durch Hilfsprogramme geleert, die Bevölkerung zunehmend voneinander isoliert, Grundrechte wie Reisefreiheit, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt oder aufgehoben. Die Bevölkerung wird durch immer neue Schreckensmeldungen zermürbt und das System ins Chaos gestürzt. Kommt euch das bekannt vor? Sollte es. Dann bietet man allen ein bedingungsloses Grundeinkommen an, das dann natürlich nur digital machbar ist. Die Falle schnappt zu. Denn die Bevölkerung liegt am Boden und erhofft sich Hilfe. Sie verzichtet freiwillig auf Rechte und Eigenkontrolle. Wer sich dann noch widersetzt, ist nicht mehr lebensfähig, denn ohne digitales Geld ist er verloren. Der immer mehr anwachsende Überwachungsapparat tut ein Übriges, um die Klasse der Reichen und Machtvollen von den entstehenden Unterschichten zu trennen und diese zu kontrollieren. So wird es nicht kommen. Wenn ich jedes Mal, wenn diese Aussage getroffen wird, Geld bekommen hätte, wäre ich auch einer dieser Millionäre.